Joel Vermin, Gratulation. Vor dem Spiel Erik für 500 Spieler National League und dann ein Spektakelspiel. Wie fasst der Joel Vermin das Spitzenspiel von dieser Runde zusammen? Ja, es war ein bisschen auf und ab. Ich glaube, wir hatten eine schwächere Phase. Wir sind nicht so gut gestartet. Gerade 2-0 gegen Leader hinter 30. Aber ich glaube, wir haben einen Charakter bewiesen, sind zurückgekommen. Und ist ein bisschen schade, haben wir nicht 3 Punkte geholt hier. Wenn du 2 Goal führst im letzten Drittel, solltest du es eigentlich über die Runde bringen. Aber ja, ich glaube, es war ein guter Charaktertest. Gut, haben wir auch noch gewinnen können und haben wir 18 Punkte können holen gegen Genf. Ja, das ist jetzt die Frage, oder? Man hat Genf geschlagen, der 8 Spiele in Serie gewonnen hat. Und gleich ärgert man sich wahrscheinlich, dass es nicht 3 Punkte sind. An was ist das gelegen? Ja, ich glaube, sie haben mega viel Talent. Gerade Tömmernes oder eben auch die Jungs vorne innen. Und ich glaube, ja, wir sind dort ein bisschen nachlässig gewesen, gerade am Schluss. Anstatt dass wir vielleicht versucht haben, die Scheibe einfach rauszubringen, reinzuschießen, haben wir vielleicht gleich noch versucht, Pass zu spielen. Und dadurch haben sie auch näher gleich die Chancen erarbeiten können. Und ja, dann ist es schlussendlich eine Frage der Zeit, bis sie näher drin ist. Und gleich dürfte auch das Spiel das Selbstvertrauen vom SCB weiter stärken. Ja, ich glaube, wir haben wirklich über weite Strecke können zeigen, dass wir sehr gut können mithaben mit Genf. Ich glaube, wir hatten nicht so einen guten Saisonstart, aber jetzt haben wir uns ein bisschen rehabilitieren. Und von dem her, das gibt sicher Selbstvertrauen und hoffentlich können wir den Schwung mitnehmen für die kommenden Spiele. Joel Vermin, Gratulation und besten Dank.